Und so endet die Geschichte. Wusstet ihr, dass es so kommen würde? Was weiß ich, was ihr wirklich geplant hattet und wo euch das Glück entgegenkam. Ich hätte bis heute schwören können, dass die Maske euch zerstörte. Aber dass das nicht sein kann, wissen wir ja jetzt. Nur damit ich jetzt gleich keinen Fehler mache. Es gab genau zwei Möglichkeiten, was damals mit euch geschehen konnte. Die erste, die wahrscheinlichere, hat sich ja nun als falsch herausgestellt. Bleibt nur noch die zweite. Puh. Ich darf mich nicht irren. Und los. Als Satya in den Garten ging, hatte sie die Maske bei sich, aber keinen Rubin. Doch als man die Maske fand, lag dort einer. Nun mag es sein, dass das Satyas Rubin war, der zuvor von dem Prinzen in den Garten geworfen wurde. Aber was, wenn es ein anderer war? Oje, oje. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Satinath? Ich sage, es gab nicht einen, sondern zwei Rubine. Der echte ging verloren. Der falsche wurde von den Magiern aus dem Garten geholt und befindet sich nun hier in meiner Hand. Satya konnte zwar nicht lesen, aber mit meiner Maske konnte sie zaubern. Sie konnte Pflanzen in Stein verwandeln. Sie konnte Menschen in Stein verwandeln. Was ist ein Rubin anderes als bloß ein weiterer Stein? So, und nun zu euch, meine Liebe. Ihr seid in die tiefsten Gräber gestiegen. Und ihr habt die höchsten Berge erklommen. Ihr habt mit Windgeistern getanzt und mit Dämonen gerungen. Von den Göttern verlassen, von der Zeit vergessen. Scharizad, eure Zeit ist nun endlich gekommen.